So, wir sind wieder da bei Wollt das Essen. Ich habe gerade aufgenommen, dachte ich zumindest, aber ich habe auf den Stream-Vorschau-Button gedrückt. Oh. Sollte mir dafür vielleicht Notkey machen oder so. Dann kann ich auf jeden Fall die falschen Button klicken. Gut. Ist ja auch witzig, wenn man eigentlich im Krankenhaus liegt. So. Kills. 20 von 20. Silent Kills. 13 von 20. Aber Moment mal. Die letzten Leute, die ich gerade getötet habe, wie soll man die denn bitte schön Silent killen? Ich meine, die laufen ja schon alle auf mich zu. Quasi. Warte, dann ist das Sammelstück zu wissen, der in sich nicht notwendig. In France, there was a man whom I'd always wanted to meet. Colonel Willy Schunzel, better known as the Butcher of Paris. It was no wonder that he was at the top of the list. It is just that so far no one had succeeded in coming close to him. We had learned that Schunzel wanted to see the looted art and the cathedral. As ever, he followed the siren call of gold. It was reported that every entrance to the interior of the cathedral was blocked, except for one door which led down into the crypt. However, the entire area was heavily guarded. I had to keep my eyes open, but an opportunity always arises. Ja, genau. Die Möglichkeit, alle zu töten. Alle zu töten ist the House of God. Schunzel, where are you hiding? What are you praying for? Forgiveness of your sins? Nein. Jetzt bist du dran! Mensch, ihr sollt euch nicht umdrehen, wenn ich hinter euch bin. Es ist nicht mal der Moment, bevor ich sie töte, schneller gehen kann. Where are you hiding? What are you praying for? Forgiveness of your sins? Ich hab's umgestellt mit dem Ding, jetzt, dass ich nicht mehr gedrückt halten muss. So, wenn er kurz drücken kann. Wie beim letzten Mal, wenn ich hinkomme, hört er auf zu rauchen. Was für eine Aussicht. Genieß die Aussicht. Hört einfach auf zu rauchen, nur weil ich gerade komme, obwohl er gar nicht weiß. Obwohl er mich eigentlich nicht bemerkt. Mal das bisschen. Toll. Wusste ich gar nicht, dass er auch mal nicht, dass er auch nicht da stehen kann. Naja, man kann auch hier lang gehen, ansonsten könnte man oben an ihm vorbeiklettern. Aber egal, ich kletter jetzt hier lang. Wir sind morgen vom Spritzer am Boden. Komm mal her. Medikit, komm mal her. Bis auf die Tatsache, dass ich es nicht nehmen kann, weil ich voll bin. Aber trotzdem, so sehr kommen. I could shoot at the oil pools to set the enemy on fire. Genau, Hauptsache ihr habt mich gesehen.
verdammt! Komm raus! Ich krieg Nein, dich ich dachte, doch. Ich kann hier hochklettern. Boah, das war knapp. Scheiße. Die ist abgehauen. Oh. Es hat keine Kugel verbraucht. Hm. Mir passiert doch sowieso nichts. Der Feind! Mein Kopf, der Feind ist eingedrungen! Feuer! Warum kann ich ihn nicht auch einfach messern? Ja gut, er ist nicht so weit rausgegangen, wie es scheint. Aber trotzdem, ich bin hinter der Tür versteckt. Rein theoretisch könnte ich ihm direkt das Messer vorne ins Gesicht schlagen. Bin zwar kein Assassine, aber trotzdem. The House of God. Schon so. Where are you? Von Namen her steht er doch Assassin. What are you praying for? Forgiveness of your sins? Ich kann es probieren, aber ich glaube, ich krieg's so nicht hin. Ja. Boah. Risky einfach. So. Jetzt schön bis zum Raucher kriechen. Ja. Was für eine Aussicht. Ja, schöne Aussicht, finde ich auch. Der Turm da. Ja, sehr schön. Mal eben hier hochklettern. Weißt du? Und hier runterspringen. Gestern haben mich drei Franzosen angesprochen. Die wollten unbedingt der I could shoot at the oil pools to set the enemy on fire. Uns gerade noch gefehlt. Was soll's? So wie die Lage steht, brauchen wir jeden Mann. Auch fremdvölkische Einheiten. Ja, jeden Mann, aber nicht jede Memme. Man merkt gleich, dass du noch neu bist. Hab schon viele gesehen mit so einer großen Klappe wie du. Die wandern immer als Erste in den Leichensack. Ha, mich kann keiner umbringen. Ich bin schon tot. So siehst du auch aus. Sieh zu, dass du wenigstens etwas lebendig wirst, wenn es ernst wird. Was soll hier schon passieren? Hier ist es ruhig wie auf dem Friedhof. Ja, ja. Pass bloß auf, während die Bonzen sich die Taschen vollstopfen, spielen wir hier die Zielscheibe für feige Attentäter. Die sollen ruhig kommen. Umso besser, denen gebe ich gern was auf die Fresse. Außerdem holen wir uns hier nur zurück, was uns gehört. Was glaubst du, wo alle diese Schätze herkommen? Von Napoleon. Napoleon hat auch ganz Europa ausgeplündert. Und denk an die Schande von Versailles. Junge, der Krieg ist nicht ganz so, wie sie uns das auf der Akademie weismachen wollen. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Ich mein's nur gut. Danke, ich kann schon auf mich selber aufpassen. Ich mach jetzt meinen Rundgang weiter. Ja, dann mach mal. Vor allem sein Rundgang, der geht doch nur da hin und bleibt dann da stehen. Der beste Rundgänger auf dieser Welt. Ich verliere keine Munition dadurch. Durch diese Animation, das ist unlogisch. Kann man den hier einfach hier, kann man den hier einfach hier runterschmeißen? Mein Gott. Wenn, wenn, dann schon richtig eigentlich. Und der Lichtboss. Okay. Ein Kreuz. Ich steche euch alle ab. Ich bin gerade irgendwie in der Wand. Der hat auch nichts, was man plündern könnte. Ach, naja. Ich bin in der Nummer.
und macht ja dann Radio aus. Vor allem besonders, wenn Radio läuft. Dann gibt das Radio wohl den Geist auf. Wird immer schlimmer. Das ist schon besser. Ah ja, stimmt, da drüben kann man es nicht eigentlich auch ganz aufschalten, aber egal. Vielleicht, was da im Radio ums Radio ist. Ja. Da war das Licht da aus. Scheiß. Darf man hier nicht mal mehr rauchen? Sollen sie doch die Scheißfässer woanders hinstellen. Beim letzten Mal war das auch exakt die gleiche Animation. Gleiche Kill-Animation. Same Kill-Animation. Okay, jetzt habe ich hier ein Morphium frei. Wer schleicht die Waffe? Ich knall dich an! Warum? Oh, ich versteck mich ja nur im Klo. Scheiße! Also ich verstecke mich im Klo und er sieht mich, wie auch immer er das getan hat. Ja, da schauen wir wieder aus, ne? Das gibt's doch nicht! Komm raus, du Miststück! Bleibt und nur unter Umständen rauskommt. Jetzt kommt er auf einmal raus, ja. Das ist wieder bei einem Stand. Ich würde hier lieber schön mit dem Boot auf dem Fluss rumschippern, statt hier dumm wach zu sein. Ja, und da wäre ich dabei. Aber wenn Schütze das erfährt, sind wir da. Eben. Ist also besser, die Klappe zu halten. Es wird doch nicht so stinklangweilig wäre. Tja, was willst du machen? Pflicht ist Pflicht. Muster etwas größer als nur auf dem Boot rumzustehen. Oder als nur auf einer Position auf dem Boot rumzustehen. Wechseln die sich ab, so dass der jetzt in die Ecke geht. Ne, jetzt geht wieder der gleiche weg.
Der sollte sich nicht bewegen, was nur einfach von war, das was er noch nie getan hat. Scheiße! Wer war das? Oh. Jetzt bist du dran! Okay, das waren wohl alle, weil keine anderen mehr reagieren. Okay, jetzt kriegst du hier weiter. Wahrscheinlich, oder? Komm. Hier kann man schieben. Wer hier? Vorsicht, Lebensgefahr. Ah, hier ist Vorsicht, Lebensgefahr auch schon. Der Respekt entgegengebracht, der ihr gebührt. Das ist eine Uniform. Das war, glaube ich, ein Inventar, oder? I should put on the SS uniform. This might save myself some trouble. Ich gehöre zu euch, weißt du? Sollte ich ihn dann wissen, dass... Fällt dem das eigentlich so schnell auf? Halt!
so, wenn ich zu nah dran bin, drehen die sich um. Aha. Also nicht Schleiche, oder? Warum hört der Sack mich? Ich will nur mal alle umbringen, ist aber so. Eigentlich wäre mein Messer schon ganz optimal. Das waren bestimmt wieder diese feigen Widerstandskämpfer. Mit Sicherheit. Halt bloß die Augen offen. Der stellt sich jetzt dahin und dann lässt er abstellen. Wenn der eine da stehen bleibt, muss ich entweder Morphium killen oder den Headshot verpassen. Die Entfernung, Mann, das Glück. Ja, natürlich sieht er mich. Besser hören, weil ich... Zumindest hat mich der Sniper nicht erschossen. Das war ja schon mal ein Vorteil, würde ich fast sagen. Zwar verfolgt er mich oder was? Ich versuche eher wegzufinden. Herrschaftszeit. Was für ein Prachtstück.
will die töten. Die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Das einzige Problem ist vielleicht die Tatsache, dass ich nicht mehr viel Muni habe. Ich frage mich gerade ganz spontan, wer mich eigentlich an dieser Position gesehen hat. Alles klar, hab sie erwischt. Ich stehe da einfach nur so mit. Oh. Wieso krieg ich? So. Jetzt mal eben hier raus. Status resettet. In den Klamotten kann ich mich ja scheinbar nicht an jemanden dran schleichen. Warum ist denn immer kleiner? Jemand den Hatter verpasst, darf ich fast sagen. Etc. nehmen wäre das wesentlich einfacher, aber es ging natürlich nicht. Ja, ich habe was zu essen gekriegt, auch schön. Wie viel Zeit ist jetzt schon vergangen? Oh! Oh shit! Oh, nee! Ernsthaft? Habe ich den Timer irgendwie... Habe ich den vergessen? Ach, keine Ahnung. Egal. Tschüss.